Hallo miteinander. Heute möchte ich euch über einen ernsten Sachverhalt berichten. Hier auf dem eingeblendeten Foto ist der aserbaidschanische Journalist Afgan Sadugov zu sehen, der vor einigen Monaten von der aserbaidschanischen Polizei inhaftiert wurde. Grund für die Haft war die Aufdeckung zweier Vergewaltungsverbrechen, die zum einen an einer Frau und an einem Kind seitens eines Polizisten verübt wurden. Aufgrund der Ermittlung und der Recherche zu diesen Fällen wurde der Journalist Sadugov verhaftet und befindet sich mittlerweile seit 114 Tagen unter ernstzunehmendem Zustand im Gefängnis. Nach einigen Angaben für Sadugov einen Hungerstreik durch, in dem er Nahrungszufuhr verweigert und womöglich im Koma oder kurz vor dem Tod stehen könnte. Die Verletzung der Meinungsfreiheit und Grundrechte wird von der Regierung unter Ilham Aliyev geduldet, wenn nicht sogar toleriert. Genauso wie andere vorangegangene Journalisten und Regierungsstricker befinden diese sich zusammen mit Afgan Sadugov in Haft. Aufgrund ihrer kritischen Äußerungen gegen die Ungerechtigkeit des Aliyev-Regimes. Ich fordere hiermit alle Menschenrechtsorganisationen dazu auf, schnellstmöglich etwas gegen die Ungerechtigkeit, die sich in Aserbaidschan breit gemacht hat, zu unternehmen und harte Sanktionen gegen Ilham Aliyev zu erlassen.